Okay, Leute, neuer Tag, neues Glück. Herzlich willkommen zurück zu Unravel. Ja, das komische Reifenrätsel hier, was ich nicht checke. Ich habe nicht nachgeguckt, wie es geht. Wir versuchen es heute einfach nochmal. Es war ja... Oh, warte mal, einfach... Na klar, einfach mit dem Reifen mitfahren. Das ist das Geheimnis. Okay, ach nee, das geht... Warte, das geht doch vielleicht. Hey! Aha. Guck mal, manchmal braucht man einfach nur einen neuen Tag und schon hat man es plötzlich raus. Unglaublich. Naja. Jetzt bin ich gehypt. Jetzt spielen wir einfach durch. Oh Gott. Nevermind. Ich weiß gar nicht, ne? Das Spiel dauert ja nun auch nicht mehr so lange. Das vorletzte Level hier, glaube ich. Oder warte mal, war es das vorvorletzte? Ne, das vorletzte, ne? Oder? Ach scheiße, ich bin mir gerade unsicher. Egal, ja. Da ist mal jemand Gasse gegangen. Schöne Erinnerung. Na, erinnert ihr euch noch an das, oh Gott, ich glaube, das war das 400 Abonnenten-Special, ne? Spaziergang mit meinem Hund. Also unserem Hund. Also dem meiner Eltern. Also war. Der ist nämlich schon seit einigen Jahren tot. Sorry, dass ihr es auf diese Art und Weise erfahren müsst. Ist er gestorben? 2017, glaube ich. Das ist schon einige Zeit her. Aber der war alt. Der ist sehr alt geworden. So, yippie. Ja, okay, habe ich verstanden, glaube ich. Ich sage ganz bewusst, glaube ich. Was passiert hier? Ja, okay, das war tatsächlich gar nicht so schlecht, was ich hier gemacht habe. Aber, achso. Jo, dämlich. Nee, ist gar nicht. Ist einfach total unnötig, was ich hier mache. Ja, okay. Es entsteht keine Spannung. Das ist natürlich problematisch. Dann machen wir das mal anders. Pass mal auf. Dann lösen wir das wieder. Und dann dürfte es ja eigentlich da einfach reinrollen. Flop. Genau. Jetzt haben wir die Spannung, die wir brauchen. Yeah. Nicht unterpurzeln, mein lieber Friend. Okay. Das war nicht so eine gute Idee. Oh. Sekret gefunden. Das ist nicht von mir. Okay, wo muss ich denn hin? Also ich muss wahrscheinlich schon da oben rein, oder? Schaffen wir das so? Oh ja, doch, wenn wir richtig schwingen. Du Dödel. Ich bin gestorben. Bitte. Das Ding war noch am Schwingen, auch nicht schlecht. Jetzt bin ich ein bisschen weiter oben, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Perfekt. Na also. Okay. Da oben soll ich scheinbar hin. Kriegen wir hin irgendwie? Ich glaube an mich. Assassin's Creed 2305, so weit sind wir schon. Fehlt auch nicht mehr viel, bis wir so viele Spiele haben. Okay, haben wir Pillen. Machen wir Pillen. Ah! Jetzt sind die Pillen weg, auf jeden Fall. Ah, der hat gerade einen Herzanfall. Ach, schön. Ich hätte auch gerne mal einen Herzanfall. Ach so, natürlich.
Oh, jedes Mal, ne? Immer wenn ich mir denke, was muss ich jetzt machen, ist es immer das Gleiche. Sollte gehen, ne? Jo. Okay. Na, da hoch kommen wir jetzt so erstmal nicht, leider. Aber... Warum kann ich hier reinfallen? Ich weiß, warum ich da reinfallen kann. Glaube ich. Jetzt habe ich eine Vermutung. Kann ich auch hier Spannung aufbauen oder ist es zu weit auseinander? Wobei, nee, in der Mitte ist ja der Motor, ne? Da bin ich ja dann wieder... Nee, ist doch Quatsch. Nein. Nee, schade. Haben wir hier unten irgendwas? Ah! Ah! Oh! Oh, Wonk! Haben wir gerade den Motor einfach rausgerissen? Jesus. Bleib da stehen. Ja, ne? Achso. Einfach mal hier. Knips. Achso, funktioniert, hä? Okay. Sehr schön. Ja, dann geh halt irgendwo hin, wo du mir nicht auf die Nerven gehst am besten. Alright. Das ist doch schön, dass das jetzt mal hier funktioniert hat. Die Pillen sind jetzt im Motorraum, da gehören sie hin. Der sagt so, wo sind meine Pillen? Ich sterbe. So, komm ich schon mal da ran. Kann da einfach entspannt hochklettern. Wo auch immer mir das Spiel da so eine Kamerafahrt gegeben hat, dass ich da jetzt hin sollte. Weil, keine Ahnung, wo sollte ich sonst hin? Finde ich gut. Finde ich schlecht. Ich habe einen Plan. Einen narrensicheren Plan. Der nicht funktioniert. Okay, warum kann ich da hinten hin? So. Ja, jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ach man. Okay. Okay. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben noch genug Seil. Wow. Oh! Okay. Das ist gerade passiert. Ich weiß im Endeffekt nicht genau, wie das gerade passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall passiert. What the fuck? Wieso wurde ich von dem Ding zerquetscht? Fake einfach nur. Nee, warte mal. Ich schwing schon lieber daran. Okay, ich hab nicht mehr Band, oder? Hä? Manchmal klettert er noch so ein Stückchen nach unten. Das muss mir mal einer erklären.
Ich würde schon behaupten, dass es mit dem Seil so richtig ist. Was soll ich sonst machen, ne? Ich bin nicht überzeugt, auf jeden Fall. Mich gerne einfach nur hier dann abseilen, aber ich weiß nicht so ganz, was das Problem ist. Ja, guck mal, das hat jetzt mal funktioniert hier. Geht doch! Ich weiß nicht, warum ich das letzte Mal so fett zerquetscht wurde, Alter. War ja unnormal. Ich höre die Maschinerie. Acta Fingrarna. Klingt nach irgendeiner Pflanze oder so. Hi. Tust du mir weh? Ich hoffe nicht. Das da tut mir weh. Dann nutze ich dich mal als Plattform. Wie wär's damit? Ich nehme mal die zweite, damit ich beim ersten genau gucken kann, wie das sich verhält, um dann zu sehen, dass es absolut nicht funktioniert, was ich jetzt vorhab. Meine Nase juckt. Oder die blockieren oder so. Oh doch, das funktioniert. Bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal. Okay, ich habe gesehen, dass man sich da ranhängen kann, aber what the fuck? Ah, warte mal, vielleicht. Kann ein bisschen beschleunigen. Ja. Vielleicht kann ich mich da oben einfach gleich mal ganz fix festhalten. Ja, guck mal, schon besser. Ah, okay. Alle Klärchen, Popärchen, dann weiß ich jetzt auch, wofür ich das Ding hier brauche. Alles richtig gemacht, mal wieder. Ich bin halt einfach ein guter Gamer. Na? So, und flop. Wie es auch einfach so liegen bleibt. Physics, Leute. Okay, aber das Problem ist, dass ich jetzt leider immer noch nicht dahin komme. Habe ich schon gesagt? Ja, dass das. Oh, warte mal. Ich hab eine Idee. Zerquetscht mich das? Das beantwortet meine Frage auf jeden Fall. Ich habe eine Idee. Erstmal wieder den Status Quo herstellen. Gar keinen Bock. Hier. So. Guck mal her hier. Ach komm, echt jetzt. Danke. Auf nach oben mit dir. Und dann werde ich mich da gleich mal festbinden an dem Ding. Und dann damit mal so ein bisschen hin und her schwingen. In der Hoffnung, dass es klappt.
Der ist jetzt irgendwie auch echt fest, ne? Ja gut, dann machen wir mal so. Gucken mal vorsichtig. Ja, guck. Das sieht auch schon gar nicht verkehrt aus, was ich hier mache. Das sieht sehr verkehrt aus, was ich hier mache. Uiuiuiui, okay. Kann mich da sogar einfach ranschwingen. Ja, ne? Dann einfach ein bisschen... Mehr schwingen! Ja. So, aufpassen, dass ich nicht zerquetscht werde. Das ist hier die Herausforderung, glaube ich. Ich glaube, habe ich schon einen Beta-Test in der Richtung gemacht, ne? Das war funny, funny. Haben wir uns alle totgelacht, als zerquetscht wurde von so einem Ja. Was ist das überhaupt? Irgendwie so Auspuffe, die da rauskommen oder so. Jo! Bin ich denn hier überhaupt gelandet? Das macht mir auch schon wieder... ...bisschen Angst. Oh Gott, ich glaube, ich werde gleich zerquetscht. Hab's geschafft, easy. Oh, da ist schon das Erinnerungsstück. Gehen wir wieder schnell. Klingeling, die Zeit wird kommen. Ja, die Zeit ist für das Spiel durchspielen. Ah, das ist so ein halbes Herz. Und beim nächsten Mal gibt es dann das ganze Herz. Und ja, ich glaube, das nächste Level ist auch das letzte Level, ne? Okay, dann spielen wir wahrscheinlich gleich durch, also in der nächsten Folge. Ich strebe jetzt einfach mal an. Rost. Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege... kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Klingt ziemlich pessimistisch. Also irgendwann hat er ja krassen alten Autoschuppen, voll geil und einen Hund. Der gefällt mir. Sympathiepunkte auf jeden Fall. Und dann so Herzanfall, ich erinnere mich. Ja, und dann tot, ne? Ach ja, schon lustig, wie flapsig ich immer mit dem Thema Tod umgehe, ne? Ich bin einfach empathielos, so. Was soll ich sagen? Kann ja auch nichts für. So wurde ich geboren. Nicht in unserer Familie, halt echt ein bisschen. Ich bin nicht empathielos, aber ich bin eigentlich immer... Ja, ich gehe, glaube ich, da sehr kalt mit dem Thema um, sage ich mal. Generell so. In unserer Familie, wir sind alle nicht so emotionale Menschen. So, wir gehen da alle mal recht kühl daran, so. Keine Ahnung. Irgendwas passiert, ja, muss ja, ne? Naja, weitermachen. Hat Positives, aber auch manchmal Negatives. Okay, es ist letztes Level. Das letzte Blatt. Klingt sehr danach. Ja, können wir noch ein bisschen reinschauen. Und sicher gehen, dass wir beim nächsten Mal durchspielen. Ich ziehe aber diesmal durch. Es sei denn, es ist jetzt ein Level, was 5 Stunden geht. Aber damit rechne ich jetzt mal nicht. Oh oh. Darf ich schon spielen? Ja. Ich habe da so eine Vermutung. Wir testen es mal. Fackel weggejietet. Ich muss immer bei der Fackel bleiben, Fackel bleiben, Fackel bleiben. Na toll. Hey. Ach so. Ich dachte, ja, okay. Meinetwegen auch so. Hilfe, okay. Kommt immer mal wieder so lustige Böen, ich verstehe. Oh, Gräber. Ist Opi mit dem Herzanfall jetzt gestorben? Tja, passiert, ne?
Hauptsache, dem Hund geht's hoffentlich gut. Checkpoint! Ja, da, spielen wir noch ein paar Meterchen. Ich bin hier wirklich komplett weiß hier, ey. Gefällt mir nicht. Wow! Ich war nicht mehr festgebunden an dem Ding. Scheiße. Ich meine, ich kann hier rüberschwingen, so. Ist kein Problem, aber dann verrecke ich halt, ne? Ach, okay. Jetzt kippst du auf einmal um. Na gut. Arschloch. Arschlochstange, hast du eben einfach nicht gemacht. Kannst du mir mal die Puperze schmatzen. Okay, ich bin's mal fest oder so. Ach nee, geht nicht, okay. Achso. Ach, ich bin auch dumm, ne? Bin ich jetzt hier gerade sicher? Nope. Halt die fest an dem Ding! Oh Gott. Achso, das ist schon fertig, glaube ich. Ja, okay, ich glaube, ich verstehe. Das war frech. So frech, dass ich jetzt wütend bin und die Folge beende. Danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal dann ja wohl Finale, ne? Geil. Bis dahin. Ciao. Oh Gott, meine Stimme.